Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Security Breach. So, jetzt werden wir uns mal um das Arcade-Game Princess Quest 2 kümmern. Let's go. Oh, du bist am Leben. Gut, nimm das Schwert des Lichts und geh. Oh, okay. Ah. Interessant, jetzt kann ich mich wohl auch gegen die Monster wehren. Das ist gut. Hi. Wow, 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 wow. Drecksvieh. Okay. Ich warte lieber. Ich bleib stehen und warte, bis die in meiner Reichweite sind. So. Komm her. Bam. Okay. Nice. Sterbt, ihr Drecksviecher. Oh, okay. Ah, viertes Herz. Ist geschlossen. Habe ich noch nicht alle Viecher hier erledigt? Oder muss ich hier irgendwo eine Fackel noch finden? Zum Anzünden. Irgendwie Monster kann ich eigentlich keine übersehen haben. Ich gehe noch einmal unten lang. Boah, aus irgendeinem Grund ruckelt das Spiel, obwohl es ja jetzt keine allzu krasse Auflösung hat hier. Jetzt geht's wieder. Was habe ich denn hier zu tun? Muss ich irgendwie einen bestimmten Stein finden und den schlagen? Wenn dem so ist, wüsste ich nicht, welchen Stein ich nehmen soll. Verschlossen. Auch verschlossen. Ah, hier geht's noch runter. Okay. Vielleicht hätte ich zuerst hier runtergehen müssen. Oh, 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 oh. Okay. Hi. Zum Glück können die mich nicht außerhalb meiner eigenen Angriffsreichweite angreifen. Das heißt, die müssen zu mir kommen, wenn die mir Schaden zufügen wollen. Das ist schon mal praktisch. Nein. Oh. Eng. Mit anderen Worten, bei denen habe ich schon mal einen ordentlichen Vorteil. Schlimmer wäre es, wenn gleich Gegner auftauchen, die, oh, Alter. Was? Was zum Teufel war das jetzt? Schlimmer wäre es, wenn Gegner auftauchen, die mir einen Fernkampfangriff reinjagen können. Zum Glück droppen die auch immer Herzen. Das ist gut. Geil, noch ein Herz. Mega. Ja, jetzt wo der Kampf mehr in den Fokus rückt, an sich auch sinnvoll. Ah, okay. Wow. Okay. Okay. Guck mal. Da haben wir die Fernkampfangriff-Gegner. Aber die sterben schon nach einem Schlag. Das ist, aber ist gut. Und jedes Mal, wenn ich Schaden kriege, werden scheinbar so lange Herzen gejobbt, bis ich wieder voll bin. Au. Au. Das ist praktisch. Mit anderen Worten, solange Gegner da sind, kann mir eigentlich die Gesundheit nicht ausgehen. Praktisch. Hallo. Ah. Bin ich. Oh, hi. Mit dem Schwert bin ich auch nochmal in der Lage. Mit dem Schwert bin ich auch in der Lage, Zeug anzuzünden. Du Arsch. Oh, hi. Was bewachst du da? Noch einen? Ja, noch ein Herz. Alter. Mega geil. Ich gucke nur noch mal gerade. Damit kann ich zurück? Ja, damit kann ich zurück. Okay. Wollte nur noch mal sicher gehen. Ja, dann geht's weiter. Cool. Ist natürlich immer noch gruselig gehalten, weil ich nicht so weit gucken kann. Oh, hi. Wow. Alter, ernsthaft? Was war das denn jetzt? So, nice. Hi. Ah, mich gegen die Viecher jetzt zur Wehr setzen zu können, ist zugegebenermaßen ganz nice. Zugegeben, jetzt ergibt es auch. Wow, ernsthaft? Jetzt ergibt es auch ein bisschen Sinn, dass ich Princess Quest 2 nicht spielen konnte, ohne den ersten Teil gezockt zu haben. Klar, weil wenn ich zuerst ein Schwert bekomme und danach keins mehr habe, würde mir auch komisch vorkommen. Aha. Jawohl. Hallo. Ein kleiner Schlüssel. Irgendetwas wird er wohl öffnen. Ah. Ich wollte schon sagen, ich habe dich gehört, aber nicht gesehen. So. Sehr gut, damit kommen wir schon mal weiter. Der alte Mann, ah, ist immer noch da.
Tür ist geschlossen. So, jetzt geht's hier weiter. Wow, 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 wow. Ah, wait. Oh, ich dachte zuerst, das wäre ein Gegner. Okay, wow. Interessant. Jetzt gibt's so Spiegelbild-Anzündrätsel. Oh no. Wow, oh. Au. Shit, shit, shit. Oh Gott, jetzt geht's aber. Scheiße. Oh. Uff. Das wie ich da oben mache ich auch noch platt. Na toll. Du Arsch. Ah, hätte ich mir auch denken können. Naja. Oh Gott, nein. Okay. Alter. Boah, das war grottenschlecht. So. Hi. Die Viecher sofort wegnatzen. Ich hasse dich. Jawohl. Dich mache ich auch noch platt, einfach aus Prinzip. So. Okay. Soweit, so gut. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Passt. Ah, und dann komme ich hier wieder raus. Dann gehe ich davon aus, dass jetzt die Tür auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, geöffnet sein wird. Denn das ist der einzige Weg, der noch übrig bleibt. Hi. Okay. Ja, so. Und noch so. Bäm. Wow. Ernsthaft? Wie soll das denn jetzt gehen? Oh. Okay. Okay. Wow. Ja. Ich dachte mir, irgendeine symmetrische Anreihung wird es wohl sein. Hatte ich recht mit Glückwunsch, dein Abenteuer ist hiermit vorbei. Schlafenszeit. Wow, echt jetzt? Krass. Und ich dachte, es käme noch was. Und ich bekomme die Silbertrophäe Zweischneidiges Schwert. Oh, hi, Five Nights at Freddy's 1 Sicherheitsraum. Wow. Alter, dass die Prinzessin jetzt auf einmal in so einem Raum drin war, ist gruselig. Ehrlich gesagt. So, okay. Wollte nur gucken, ob ich es noch spielen kann oder nicht. So, ich rufe vorsichtshalber Freddy mal herbei. Nur für den Fall, dass Monty hier noch rumwuselt. Hört sich aber nicht mehr danach an. Gut. Miese Drecksau. Ja, also was das Ding angeht, das scheine ich wohl abschreiben zu können. Schade eigentlich. Naja, dann ist es eben so. Ich scheine ja trotzdem Sicherheitsstufe 7 zu haben. Und ich hoffe, dass wenn ich das nächste Mal eine Sicherheitsmarke einsammle, das wird nämlich dort passieren, wo ich dann Chica erledigen kann, ne? Weil im Laufe ihrer Quest wird es auch ein Sicherheitsbüro geben, genauso wie im Laufe von Montys. Wow, Quest, Alter. Deswegen könnt ihr mit Sicherheit davon ausgehen. Oh, shit. Okay. Glück gehabt. Deswegen könnt ihr mit Sicherheit davon ausgehen, so, dass wir dort die hoffentlich letzte mögliche Sicherheitsaktualisierung bekommen können.
Und damit sollten wir eigentlich... Also das wird wahrscheinlich dann hoffentlich die Trophäe freischalten. Wenn nicht, dann bin ich etwas sauer auf das Spiel. Denn ich sehe ja, dass dieser kleine Freddy-Kopf noch da ist, aber ich kann ihn nicht betätigen. Fragt mich nicht, wie es dazu kam. Naja. Sei's drum. Vielleicht hat das Spiel sich gedacht, oh, er ist schon dort gewesen, also müsste er eigentlich denn das Sicherheitsabzeichen gesammelt haben. Vielleicht habe ich es auch eingesammelt, ohne es selber zu checken. Ich weiß es auch nicht mehr. Solange das Spiel mir daraus jetzt keinen Strick knüpft, ist es mir ehrlich gesagt auch egal. So, als dann. Mit den Collectibles würde ich sagen, fangen wir als allererstes... Oh Moment, eigentlich... Das ist jetzt nicht der Weg, den ich gehen wollte. Ich wollte jetzt nämlich mit den Collectibles bei Rockstar Row anfangen. Und hier geht es nicht nach Rockstar Row. Ich meine, theoretisch schon, aber es gibt einen besseren Weg dorthin. Den ich jetzt eigentlich eher hätte nehmen sollen. Everyone loves pizza. Yes, it's true. Based on a double-blind study from a leading Fazbear publication and scientists, 100% of those questioned would choose pizza over any other food group. Even people with wheat and dairy allergies. This has been another fun Faz fact. Okay, nun denn. Ich meine, da hinten irgendwo waren doch die eigentlichen Wege zur Rockstar Row. Wenn ich mich recht erinnere. Oder? Ich sehe Roxy, aber sie kann mich definitiv nicht sehen. Da seht ihr eigentlich auch Rockstar Row. Also das hier ist definitiv einer der Wege dorthin. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Auch bei der Gelegenheit kann ich auch Freddy wieder aufladen. Ne? Jetzt kann ich auch die Aufladestation so oft nutzen, wie ich will. 5.40 Uhr, I know. Ich gucke jetzt nur noch einmal, ob er wirklich aufgeladen wurde. Ja, okay. Wird jedes Mal die Uhrzeit angezeigt, wenn ich Freddy verlasse? Nö. Scheinbar nicht. Vielleicht wurde es jetzt deshalb getan, weil ich den Bereich gewechselt habe. Nun ja, sei es wie es sei. Hier bei Rockstar Row... Oh Mann, ey. Jetzt habe ich mich ehrlich gesagt erschreckt, als sich das Ding zu mir umgedreht hat. So, hier müsste ich doch eigentlich in den Backstage-Bereich kommen. Ja. Perfekt. Ich glaube, hier gibt es sogar einen Pappaufsteller. Hi. Den muss ich auch fotografieren. Ja. Nice. Damit hätten wir schon mal zwei von den vier Pappaufstellern. Und um die anderen Pappaufsteller kümmere ich mich, wenn ich in den jeweiligen Bereichen nach Collectibles suche. Also dann, los geht's. So, okay, dann legen wir mal hier los bei Rockstar Row. Und der erste Gegenstand, den ich noch brauche, der befindet sich hier im Hinterzimmer sozusagen. Von Chica. Da oben sieht man ihn schon. Einfach nur diese ganzen Kartons hochklettern. Und schon können wir es einsammeln. Die Chica-Maske ist, glaube ich, die erste Maske, die ich überhaupt hier gefunden habe. Denke ich. So, das zum einen. Zum anderen bei Montys Zimmer. Gibt es außerdem noch, schön versteckt, da sieht man kaum, weil es hier so dunkel ist, eine goldene Box. Und darin finden wir Gold Freddy. Kennt man ja bereits seit Teil 1, ne? Golden Freddy. It's me, sage ich nur an dieser Stelle.
Dann wisst ihr schon Bescheid. So, den Rest müsste ich schon haben, bis auf eine Sache. Einen Gegenstand brauche ich noch und der befindet sich im Backstage-Bereich. Da gucke ich noch einmal vorsichtshalber nach, ob ich dort nicht eine Nachricht übersehen habe. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da, ich wollte schon sagen, das sah so aus, als ob das Geschenk noch ungeöffnet wäre. Aber nee, hier müsste normalerweise noch irgendwo eine Nachricht rumliegen. Ist keine mehr da. Gut, aber hier bin ich nicht reingegangen. Hätte ich mal machen sollen, denn hier drin befindet sich ein weiteres Batterie-Upgrade für die Taschenlampe. Nice, oder? Zack. Jetzt wird das gute Ding noch etwas langlebiger sein. Und ja, ah, hier komme ich wieder raus. Alles klar, perfekt. Genau, das habe ich ja auch schon erledigt. Damit hätte ich bereits alles in Rockstar Row eingesammelt, was ich noch nicht eingesammelt habe. Dann mal auf zum nächsten Bereich. Okay, Leute, als nächstes geht es in die Wartungstunnel. Allerdings, sage ich euch an dieser Stelle jetzt schon, kann ich dort leider nicht alles einsammeln. Noch nicht. Aber naja, wir holen uns all das, was zumindest möglich ist. Von Rockstar Row aus können wir ja hier die Treppe runter. Hier, bam, können wir schon mal rein. Und wenn wir hier Freddy verlassen, sehen wir schon einmal eine weitere goldene Box. Und darin ist Gold Roxy. Wie es scheint, bekommt in diesem Spiel jeder so sein goldenes Alter Ego. Na komm, ich kletter nochmal in Freddy rein. Ich glaube, hier unten dürfte es auch irgendwo eine Ladestation für Freddy geben, denke ich. Jedenfalls kann man hier viele Sachen mit Hilfe von Montys Klauen holen. Genau das wollen wir ja auch machen. This requires Chica's voice to activate. Genau. Da können wir leider noch nicht rein. Da brauchen wir Chicas Voicebox für und die haben wir ja leider noch nicht. Aber wir haben immer noch Monty Sound. Bam. Damit kommen wir zumindest hier rein. So, ich darf Freddy nicht allzu lange am Stück jetzt zum Verstecken nutzen. Deswegen sollte ich ihn jetzt etwas spärlicher benutzen. Vermisst. Sicherheitsbericht 0:24. Bonnie verlässt seinen Green Room in Rockstar Row in Richtung Osten zum Atrium hin. 2:40 Bonnie betritt die Spielhalle Ost. 4:21 Bonnie betritt Monty Golf. Hm. Also ist Bonnie das letzte Mal bei Monty Golf registriert worden? Ich habe Bonnie dort ehrlich gesagt nie gesehen, aber vielleicht kann man Bonnie dort irgendwo finden. Wer weiß, wer weiß. Irgendwo scheint er ja gelandet zu sein. Nun ja. Ja, wie gesagt, da brauchen wir Chicas Voice Box für. Jetzt muss ich nur schauen. Ah, hier glaube ich, genau. Hier gehe ich aber gleich rein. Erstmal hole ich mir hier um die Ecke. Boah, ich dachte, ich hätte was gesehen. Hier hole ich mir das Geschenk um die Ecke. Foxy Plush. Nice. So, Freddy. Meine Güte, der kommt auch immer so, dass man ihn nicht kommen sieht. Und man dementsprechend leichte Panik kriegt bei seinem Gestampfe. So. Hier haben wir die nächste Geschenkbox mit der Sun-Figur. Warum die jetzt nicht Sonne-Figur genannt wird, keine Ahnung. Außerdem, was ist das hier für ein Raum? Dass es hier noch so einen kaputten Dia-Projektor gibt. Oder einfach nur ein Projektor. Bereitet mir Unbehagen. Was? Ich hoffe, ich höre Roxy, die über mir ist. Ich hoffe, dass Roxy nicht tatsächlich hier in der Nähe ist. In den Tunneln.
Das wäre nicht so gut. Jetzt müssten wir eigentlich gleich. Aha! Hi. So. Zack. Müsste, glaube ich, schon reichen. Wo haben wir denn das gute Oh. Freddy, ich brauche doch noch einmal deine Dienste. Zack. So. Hier um die Ecke ist ja zum Glück eine Aufladestation für Freddy, also sind wir eigentlich schon außer Gefahr, was Freddy angeht und die Gefahr von ihm, dass er eventuell okay, dass er eventuell keine oh, ich hatte jetzt Angst, dass ich fall da runter, aber okay, ich kann zum Glück hochspringen. Bam. Moon-Figur. Natürlich, wenn wir schon die Sun-Figur finden, dann natürlich auch die Moon-Figur. Alles klar, damit dürfte ich eigentlich alles bis hierhin gesammelt haben, denke ich. Laden wir Freddy bei der Gelegenheit einmal kurz auf. Wir sind übrigens auch in der Lage, Energie-Upgrades für Freddy zu finden. Aber dazu kommen wir auch noch irgendwann. Das Wichtigste für mich waren die Schuhe und der Hoodie. Das Ding hört sich so an, als ob es kaputt sein müsste und einen Error haben müsste. Tut's aber nicht. Lustigerweise. Alles klar, das wäre das. So, die Nachricht, die hier lag, die habe ich bereits. Genau, hier sind wir ja zum ersten Mal Chica begegnet. Dann mussten wir uns vorbeischleichen. Und gleich kommen wir an der Stelle an, wo wir vor Monty hätten weglaufen müssen. Richtig? Ich denke schon. Ach, hier kann ich sogar nochmal speichern. Warum nicht? Sicher ist sicher. So, hallo. Genau, hier ist ja Monty durchgekommen. Da, Freddy. Nice. So kann man es auch machen. Zack, schon ist das Tor geöffnet. Okay. Hi. Kaputter Security-Bot. Okay, aber wir brauchen jetzt leider noch einmal Chica. Chicas Voice-Box, um hier durchzukommen. So ein Mist. Schade eigentlich. Gibt's hier noch... Ah, guck mal. Freddy, komm mal her. In jedem anderen Spiel würde man eigentlich komplett in Panik verfallen, wenn Freddy auf einen zuläuft, aber nicht in diesem Spiel hier. So. Hier ist man nur froh drum. Okay. Zack. Glam Freddy Plush. Nice. Hätten wir die jetzt auch. Gab es noch irgendetwas hier? Ich glaube nicht, oder? Nee, das sind die Nachrichten. Ich gucke jetzt hier parallel noch so ein kleines bisschen. Ah! Okay. Da kam ja doch noch etwas. Wenn ich in Richtung Lobby gehe... Es gab ja eine Stelle, wo Gregory dann ja... sozusagen gefangen war. Und dann musste er sich ja an Monty und Chica vorbeischleichen. Hier ist das ja gewesen. Genau. Einmal die Taschenlampe aufladen. Wenn schon, denn schon. Ha? Wieso geht die Tür jetzt nicht auf? Was ist das denn jetzt? Ich kann auch hier keinen Knopf drücken. Guckt euch an, dahinter ist sogar
Die Speicherstation. Als würde sie mich verspotten wollen. Ich bin doch hier direkt durchgegangen. Ach Gottchen, ernsthaft? Wieso geht die Tür jetzt nicht mehr auf? Naja, dann werde ich wohl oder übel auch von der anderen Seite dahin gehen müssen. Mit anderen Worten, ich gehe jetzt den ganzen Weg durch die Wartungstunnel wieder zurück. Werde zur Lobby gehen müssen, welche ich ja über das Atrium erreichen kann. Ganz easy. Und sobald ich das geschafft habe, kann ich ja von der Lobby aus quasi die andere Seite von diesen Tunneln erreichen. Na dann, Schnitt, bis ich dort bin. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite von der Tür angelangt. Tatsächlich, da steht Out of Order. Wow. Dass das Ding außer Betrieb sein würde, ouch. Naja, egal. Jedenfalls, der Gegenstand, den ich verpasst habe, ist der hier. Die Chica Pinata. Jawohl. Genau, hier musste man sich ja an Chica und Monty vorbeischleichen. Und bäm, da sind wir auch schon in der Lobby drin. Und jetzt geht's mit der Sammelei hier drinnen weiter. Okay, das erste, was ich mir hier in der Lobby holen werde, müsste ungefähr hier irgendwo zu finden sein. Da ist die Tür. Und hier drin sind gleich zwei Gegenstände. Einmal hätten wir Fizzy Fast Chica, auch wichtig für eine Trophäe. Vier solcher Getränke sollen wir nämlich für eine weitere Trophäe sammeln. Und dann auch noch eine weitere Nachricht. Fehlalarm. Sicherheitsbericht. Heute kam ein Polizist vorbei. Er meinte, es hätte einen Notruf von jemandem im Pizzaplex gegeben. Das kann gar nicht sein. Ich war als einziger hier und ich habe definitiv nicht nach draußen telefoniert. Er wollte sich umsehen, aber ich habe ihn weggeschickt. Wohl wieder ein Telefonscherz. Vanessa. Tja. Darauf würde ich mich nicht verlassen, Vanessa. Okay. Die Nachricht, die dort lag, die habe ich bereits. Es gab ja eine Nachricht, die quasi in dieser Route von dem Roboter liegt, aber die habe ich ja. Dann hier wollte ich nochmal nachgucken. Okay, das habe ich auch. Nur um sicher zu gehen. So, als nächstes gehe ich hier rein. Okay, hier die Nachricht habe ich auch. Hier bin ich relativ fleißig gewesen, das ist gut. So. Oh, guck mal. Kann ich auch nochmal nutzen. Hallo. Dich habe ich noch nicht. Nehme ich aber mit. Glam Chica Plush. Sehr gut. So, hier unten müssten wir ja eigentlich hier lang, aber jetzt kann ich dank der erhöhten Sicherheitsstufe auch hier rein. Mega. Nochmal so ein kleines Sicherheitsbüro. Ah, ich glaube, das ist das Sicherheitsbüro, wo die Vanessa mich eingesperrt hat. Dann hätten wir hier Cupcake Pinata. Nice. Hier, ah okay, da hätte ich auch reingehen können, ups. Genau, durch diesen, durch diesen einen Lüftungsschacht sind wir ja damals entkommen. Sonst hätte uns Vanny erwischt. Okay. Ich glaube, damit hätte ich jetzt hier in diesem Teil der Lobby alles gesammelt. Ich schaue gleich vorsichtshalber nochmal, aber theoretisch müsste es jetzt langsam in Richtung der Kita gehen, was Collectibles angeht. Denke ich mal. Nein, ich glaube, hier habe ich nichts übersehen. Erstmal. Und falls doch, kann ich notfalls ja noch einmal in der Liste nachgucken. Als nächstes geht's ab zur Kita. So, hier habe ich auf einer Toilette einen Sammelgegenstand vergessen. Das müsste hier theoretisch sein. Ja. Und zwar das Freddy Namens-Shirt. So, da hinten war ja die Sun-Plüschfigur.
Die habe ich bereits. So. Durch diese Drinks, die ich einsammeln kann, scheint sich auch Gregorys maximale Ausdauer zu erhöhen. Sehr nice. Okay. Also dann. Jetzt kommen als nächstes die Kita und das Kita-Theater dran. Hier oben habe ich bereits einen Gegenstand eingesammelt. Und da ist er vorbei. Okay. Da. Kann ich hier irgendwo... Ja, da kann ich runter. Perfekt. Als erstes wollte ich nämlich unten alles einsammeln. Ach so, die Generatoren sind das, die ich höre. Ha. Hier in Fascade gibt es theoretisch noch etwas. Jawohl, gut, ich kann rein. Puh. Oh. Habe ich das doch schon eingesammelt? Ich hätte schwören können, hier drin bin ich definitiv noch nicht gewesen. Moment. Ha. Huh. Ich hätte wirklich schwören können, hier war ich noch nicht. Habe ich mich doch getäuscht. Komisch. Moment, ich gucke nur noch einmal vorsichtshalber nach, was das nochmal für eine Nachricht war, die ich hier finden konnte. Und suche sie dann gleich darauf noch einmal in meiner Nachrichtenliste. Okay, wow, ich habe die Nachricht tatsächlich schon eingesammelt. Okay, krass. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber gut. Dann noch das andere Zeug. Hier befindet sich noch ein Geschenk bei Lucky Stars, dem Gift Shop. Wo haben wir es denn? Wahrscheinlich hier hinten. Oh, das habe ich auch schon? Sag mal, wie gut habe ich mich denn hier bereits umgeschaut? Das gibt's ja nicht. Ich habe hier mehr eingesammelt, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Okay. Moment. Hier müsste theoretisch auch noch ein Geschenk sein. Irgendwo. In der Ecke. Es ist auf jeden Fall kurz bevor man... Oh. Kurz bevor man beim Kita-Theater ankommt. Da! Dankeschön. Wenigstens das bekomme ich. Plush Baby! Yay! Okay. Wenigstens das habe ich jetzt. So. Die Sache ist jetzt die. Erinnert ihr euch noch an diese Pappaufsteller, die ich fotografiert habe? Um im Kita-Theater, ich wollte schon Daycare-Theater sagen, weil ich dem englischen Guide folge, um dem Kita-Theater alle Collectibles entnehmen zu können, um dort an alles ranzukommen, brauche ich definitiv... Upsala. Nein, lauf doch da rein! Alter! Brauche ich definitiv noch einen weiteren Pappaufsteller. Der vierte und letzte, der lässt sich tatsächlich in dem Theater selbst auftreiben. Aber, naja, wenn ich gleich darauf dann an einen geheimen Bereich rankommen möchte, dann ist es besser, wenn ich mir jetzt schon den Pappaufsteller Nummer 3 kralle. Der befindet sich nämlich im Atrium. So, ich kann schon mal die Kamera raushalten. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Haha, lustig. Ich glaube, wir haben sowieso schon alles an Aufzugdurchsagen gehört in dem Spiel. Zumindest ist bislang nichts Neues aufgetaucht. Nun ja. Also dann. Wir müssen in Richtung Montigolf. In Richtung des Eingangs. Beim Eingang selbst befindet sich dann irgendwo
So eine Art kleines Ausstellungsstück. Upsa, Mist. Mit Strand. Ensemble. Mit Stranddesign. Das muss ich jetzt erstmal finden. Das soll in der Nähe von dem Eingang hier sein. Ist es oben? Da wird es ja wohl kaum sein. Das ist dann schon ein bisschen zu weit von Monty Golf entfernt. Da, Kids Cove. Vielleicht das. Das hat so ein bisschen einen Strand-Touch. Schauen wir mal. Ich gehe mal einmal drum herum. Sieht nicht danach aus, als würde ich hier fündig. Irgendwo bei diesem. Bei dieser Strandausstellung soll angeblich der Pappaufsteller sein. Ich gehe mal hoch. Vielleicht ist hier oben ja auch noch etwas. Mit Stranddesign. Na. Bis jetzt sehe ich es leider noch nicht. Moment, Leute, ich muss mir da eindeutig entweder ein Video angucken oder noch einmal die Beschreibung ganz genau anschauen. Nee, Atrium. Monty's Golf Entrance. In der Nähe eines Oktopus. Soll man... Wart mal. Muss man dafür vielleicht bei Monty Golf rein? In der Nähe des Eingangs von Monty Golf, aber vielleicht muss ich ja hier tatsächlich bei Monty Golf reingehen. Schauen wir mal. Irgendwo muss etwas Strandmäßiges mit einem Oktopus. Das sieht doch schon strandmäßig aus. Ist es das? Ist das die Chica, die ich brauche? Sieht nicht danach aus. Ist es überhaupt Chica? Doch, ja, es ist ein Chica-Pub-Aufsteller, den ich fotografieren soll. Da ist sogar ja, der gute Foxy. Ich wollte schon Monty sagen. Oh, hallo. Hier drin vielleicht? Hier habe ich auf jeden Fall schon mal etwas gefunden. Die Frage ist nur, nee. Chica sehe ich hier auch nicht. Ja, in der Nähe des Oktopus. Hier ist ja der Oktopus. Und wo ist jetzt die gute Chica? Bin bestimmt schon 5-mal an ihr vorbeigelaufen. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Ah, da ist sie. Jawohl. Wenn ihre Augen leuchten, dann wissen wir, das war auf jeden Fall die richtige. Perfekt. Das heißt, jetzt kann ich wieder zurück zur Lobby. So. Ich müsste nur wieder hoch. Das Atrium nehmen wir uns auch auf jeden Fall noch irgendwann vor. Aber jetzt gerade machen wir erst einmal was anderes, ne? Wir kümmern uns erst einmal um das. Ja. You to the greatest pizzeria in the world, Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Wir machen erstmal das Daycare-Theater zu Ende. Ich gucke schon mal, wo da der letzte Pub-Aufsteller ist. Der ist von Foxy. Im Untergrundbereich. Im hinteren linken Raum des B1-Stockwerks. Mit anderen Worten, ich muss theoretisch wieder dorthin, wo die ganzen Endoskelette sind. Aber theoretisch sollte ich auch Freddy damit hineinnehmen können. Denke ich. Deswegen lade ich ihn jetzt vorsichtshalber einmal auf. So. Einmal aufgeladen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. So. Einmal abspeichern. Perfekt. Okay, Leute, an dieser Stelle würde ich dann doch ehrlich gesagt so langsam aber sicher Schluss machen. Und das, Theater nehmen wir uns dann im nächsten Part vor.
da würde ich sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.